Willkommen zurück, ihr Lieben. Pokécraft geht weiter und Akuma will uns was zeigen. Zeig's uns. Zeig's uns. Voll gut. Das sieht nicht schlecht aus. Phantonopto. Raffi hat gesagt, sie wollte vorbeikommen. Achso, das war sie. Ich vertue mich immer zwischen euren Skins. Hallo, Raffi. Ja. Ich muss euch was zeigen. Ich komme lieber aus dem Lachen raus. Oh Gott. Ja. Brauch vielleicht ein bisschen Platz. Wieso? Kannst du hier zum Kaiser? Voll geil. Guck mal, ich kann drauf reiten. Mich erstaunt es eher, dass du das hier einfach rausrufen kannst, ohne dass es stirbt. Nee, das ist. Du müsstest in die Luft fliegen. Ja, fliegen kannst du leider nicht. Es kann hüpfen und schwimmen. Voll geil. Ich schmeiß das doch mal hier ins Wasser. Das finde ich nicht in Ordnung, dass du das nicht ins Wasser wirfst. Papa, hast du ihn? Nee. Ich glaube, das Wasser noch ist zu klein dafür. Ja? Nee. Passt. Ja, okay. Willst du mit in die Arena, Raffi, wenn du einmal hier bist? Danke. Ich glaube, das Ding passt nicht da rein. Doch, komm mit. Ab Arena. Die ist nur Level 15, die Arena. Gut, komm. Merkorben. Arena. Dafür ist das Dorf. Das Ding mal, Alter, pack mal den Torpedo ein, ey. Vor allen Dingen... Es sind noch mehr Mädels hier im TS. Oh Gott, das ist ja fast wie im Schlaraffenland hier. Ach scheiße, das ist jetzt hier. Ach, das ist dieses Glasparadies, ne? Ja, ich glaube, das ging hier an der Seite hier rein. Ja, ich laufen. Scheiße. Ah, okay. Ich möchte jetzt von meiner Mama abgeholt werden, danke. Oh, es geht ja schon wieder nicht weiter. Nee. Leute, ich habe gerade nichts getan. Ich habe einen Angriff bekommen von dem Trainer und sein Bronze ist explodiert. Ja, da hat es Explosion eingesetzt. Aber hat er keinen Schaden gemacht. Oder Finale. Ja, ist super, super intelligent gewesen. Kann er ruhig nochmal machen. Gegen meinen Glurak hat das nicht mal... Naja, gut. Gib mal Punkte. Alles klar. Und dann fragt, wie geht's hier rauf? Das ist ein Glas. Wasserfahrstuhl. Was? Wasserfahrstuhl? So, die erste. Level 12. Oh Gott, wie ätzend. Ey, wirklich. Das macht mir Spaß. Sackgasse. Ja, Mann. So, und jetzt da rüber, oder was? Ja. Komm da nicht mehr rüber, aber... Ich finde das voll gut. Oh, ein Gegner. Oh nein, der stürzt sich bestimmt wieder ab. Ich muss mich rüberbauen. Hat noch 4 Erdblöcke. Ich sehe mal wieder gar nichts. Oh, das kostet mich ja hier so ein bisschen an, ne? Finde ich nicht. Ich finde es gut. Ja, ne? Katze, was tust du denn da schon wieder? Wo geht's denn eigentlich hoch? Wo ist denn hier der Hochgang? Das Wasser. In der Mitte. Achso. Achso, okay. Guck mal, dein Monozyto. Ja. Tickli-dee. Decks im Gesicht. Das ist ungesund. Was, Decks im Gesicht zu haben? Ja. Nee. Ja. Hab das auch. Frauen können sich nichts Schöneres vorstellen, als Decks im Gesicht zu haben. Nicht? Gott, ja, dein ist so. Ja. Wow, Wertewechsel, nicht Psychokinese oder so. Der ist so hat gerade mein Glurak mit einem Schlag. Der Level 14, der ist so. Was ist Wasser-Pokémon? Was ist das? Psycho. Mega, ey. Aber wenn du vorher angegriffen hast, könnte er Konter eingesetzt haben. Ach so, bestimmt. Oder dergleichen. Mein, ein Fantimimi. Ich finde das so toll. Ich hab's rumgeschafft. Nur, weißt du was? Was denn? Wir müssen den selben Weg wieder zurück. Nee. Nein. Einfach nein. Also keine Wirkung auf den. Ah, okay. So, Leute, muss los, ne? Hat sie Wart nicht mehr gesehen. Oh. Okay, das geht auch nicht. Mein. Voll gut. Mein. Voll süß. Papa, war das kein Witz, oder? Nein. Oh Mann, ey. Wir können uns nicht mal rausbuddeln, weil es ist genau das. Nein. Ich möchte nicht. Ihr wird nicht gescheatet. Ja. Hä? Und nicht? Von dem Trainer. Ich hatte den Pokémon. Mensch, stirb schneller, ich muss den Weg noch zurück.
Hast du den Pokémon-Trainer schon gemacht, hier unten, Akuma? Keine Ahnung, ich kam da nicht hin, also bin ich einfach weiter hochgegangen. Ja, wir müssen doch, wir müssen den alle machen, sonst geht das hier, bringt's nichts. Echt? Ja, ja, ihr müsst alle Trainer besiegen. Klar. Uff, tata. Wie kommt man so in Level 13 hier hin? Hä? Wie hat er denn? Ja, geh wieder raus, ich will nicht mehr. Tschüss. Ich wollte immer Rainbow, mir wird das auch gerade zu blöd. ich hab's durchgeschafft. Hä? Hey, ich verstehe nicht, wie ich komme. Sie geht wieder ohne mich, ne? Ich hab da aus Versehen zwei Löcher reingebuddelt und ich kleine Aus Versehen? Ja. Aber das kriegt nicht mal was. Hä, hey, wie kommt man zu dem? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe jetzt alles... Ich hab's auch noch nicht raus. Ich habe jetzt alles durchgegangen. Komplett. Manchmal müsst ihr auch wieder zurückgehen. Ja. Den wollt ihr? Zu dem Level 13 da vorne, wo die Akuma ist. Wie kommst du da hin? Wie bist du da hingekommen? Links und wo lang gelaufen. Links? Kannst du... Hä? Kann doch gar also nicht da, sein. Wo du gerade warst und dann einfach da gehen die... Oh, ich krieg gleich eine Entwicklung. Ja, ich verstehe es nicht. Ich hab's nicht gehabt. Also ich habe jetzt wirklich alles durchlaufen gerade. Aber gibt's keinen Weg dorthin? Also irgendwie muss es ja gehen. Bin ja durchgekommen. Ja, ja, aber ich würde gerne wissen, wie. Es geht auf jeden Fall, aber es dauert. Dauert. Oh, die könnten das aber auflösen, wenn du den oben besiegt hast. Oh mein Lord, oben buddeln, ja. Ich habe keine Ahnung, wie du da hinkommst. Ein Wishu. Oh, das ist aber hübsch. Hühnchen. Hier, Dex. Ja, das ist schön. Wie kommst du da hinten hin? Ja, ist schon am Futtern wieder. Ja, und dann? Guck mal, du bist immer getrennt von mir. Wie bist du da hin? Hier kann... durch den Trainer. Ich glaube, ich bin durch den Trainer gelaufen. Nö. Mensch, Pokémon, bist... hau doch mal ab hier. Oh, ich raste gleich aus. Bist du von oben drauf gesprungen und bist da rüber? Nein, ich bin hier unten durchgelaufen. Hä, wie kommst du denn da rüber? Hier. Ja, wir sind immer noch getrennt. Ha! Ich wurde mich jetzt nach unten durch. Oh, ich bin raus. Oh. Hier. Wir sind immer noch getrennt von der Glaswand. Warte, hier. Wir sind immer noch getrennt. Mensch, jetzt aber. Nein. Jetzt. Mach, aber, mach wieder die Löcher wieder zu, weil man fällt jetzt... Ja, man fällt jetzt durch. Mach bitte das... Komm, komm. Hier lang. Okay. Jetzt hier, warte mal, noch mal. Achso, warte, das ist ein falscher Pokémon. Weg. Und jetzt hier einfach den Weg. Das ist doch kacke. Ach so. Wer erfindet sowas? Voll gut eigentlich. Aber ach, ich habe die Hobbylose. Mein. Ich finde das so cool. Das ist schon fast ein Klingelton wert. Aber nur fast. Habe ich Dex da hinten hingebracht, jetzt kriege ich den Weg zur Tür nicht mehr hin. Mach doch jetzt. Regnet. Ayuzu. Habt ihr denn jetzt den Boss oben geschafft? Ich bin draußen. Oh Gott, ey. Oh, eieiei. Also Schnur und ich sind draußen. Mit Trainer, also mit Boss geschafft? Du? Ja, ich hab den Boss oben geschafft, ja. War das... Und? Das ist so cool gemacht. Bei Macabra, das war so klein wie mein Zeh. Ich glaub, das leider schon weg gewesen gerade. Das war hier vorne. Ja, ja. Plötzlich ist es geplatzt. Es ist geplatzt. Ja, Schnur, hast du das schon eigentlich gesehen, das Viech? Sag mal. Was? Was? Lustiges, ich das kann auf dem Lord? Viech. Ja, das Lustige ist, ich kann auf dem Viech reiten. Liegen auch nicht. Wie so geil bist du dahin? Keine Ahnung, Dex, hier. Ja, aber wir sind so. Oh nee, Dex, nee, das mache ich jetzt nicht nochmal durch. Das ist so dumm, oder? Das ist hässlich. Ey, hey, das ist ganz hübsch eigentlich. Wie geht's hin? Highlight. Hey, Rainbow, wo fliegst du hin? So eine Ultraforte, die hier irgendwo gespawnt ist eigentlich eben. Also sonst hab ich die gesehen, aber jetzt ist sie weg. Das ist ein Tragosso. Winzig. Was ist das klein? Aufpassen, dass du nicht auf so einen drauf trittst.
Oh, scheiße. Ich wollte ja nur mal erwähnen, dass ich der höheren Macht danke, dass ich endlich aus dieser Arena raus bin. Ja, der, Rückweg ist, der Rückweg ist natürlich dann auch total nervig, da habt ihr schon recht. Weil wenn man einmal schon durch ist, dann freut man sich, aber dann will man den ganzen Mist jetzt nicht nochmal nachlaufen, ne? Zurücklaufen. Das habe ich ja gesagt, das wäre cool gewesen, wenn sie dann die Barrieren wenigstens aufheben, wenn du durch bist, aber oder dass nein. Du die Möglichkeit hast, rauszukommen. Durch richtig, den Schalter genau. Oder ein Fluchtseil oder sowas. Ja, einfach am Ende. Wo am Ende hätte man einfach eine Leiter nach unten machen müssen und dann fertig. Genau, genau. Rainbow, das sieht ein bisschen komisch aus. Du dir die Welt drauf dem Kopf sitzt. Wie kommt man denn da hin? Ach guck mal, wie bist du da hin? Wo bist du da oben? Hast du den anderen schon in dem Raum? Du hast alle beide rausgemacht, schon gekillt? Ich hab den Orden. Hä, wie bist du denn zu dem einen jetzt da hingekommen? Halli, sie, bei ihr geht's total schnell, Papa und ich komplett lost. Sie ist so. Ich hatte schon immer gute Dinge dafür. Oh Gott. Du hattest gute Dinge dafür? Kannst du mir diese Dinge auch geben? Nö, kaufst du dir. Man kann die kaufen, diese Dinge. Wo bist du denn jetzt? Dinge? Ich weiß nicht, ich versuche gerade den ganzen Weg wieder zurückzulaufen. Nee. Man muss da wieder zu. Da gab's ja. Einen Weg? Ja. Du hast doch die Scheiben eingeschlagen. Nein. Hab ich versucht, das geht nicht. Hier hinten. Hier, komm. Jetzt hier lang, jetzt hier lang. Das habe ich auch, ja. Da lang, jetzt hier lang. Ich bin bis zur Brücke gekommen. Jetzt ganz nach, und jetzt hier hinten. Genau. Ja, und dann? Und jetzt hier, und hier hoch. Ja, aber ich will doch zu dem anderen da hinten. Der war ganz am Anfang. Den hatten wir schon? Den hatte ich schon besiegt, ja. Nee, da war ich der nicht gewesen. Der war ganz am Anfang, der erste. Da bist du hochgelaufen auf der anderen Seite. Nee, dann hab ich den noch nicht gemacht. Dann musst du zurück. Ja, das ist das, was ich, glaube ich, gerade machen wollte, weil den ich nicht gefunden habe. Ah, das regnet. Eine ganze Zeit. Merkt, Dex ist in der Nähe. Das ist eine Lüge. Wie schnell ich hier durchkomme, ich bin gerade ein bisschen überrascht, ne? Ja, ich bin direkt hinter dir. Du musst einfach nur laufen eigentlich, ne? Ach, bei dem war ich gar nicht gewesen. Ja. Komm hier. Also ich hatte jetzt nicht so eine Probleme in dieser Arena. Was hast du gesagt, Papa? Wie weit die anderen wo sind? Ewigkeit verloren in dem Labyrinth. Ich bin gleich wieder auf dem Weg. Ich bin schon auf dem Weg draußen. Draußen. Ich freue mich schon, wenn ich gleich raus muss. Game-Mode 1, alles zerstört. Ich wollte gerade Ghost-Mode einstellen. Siehst dann nur von unserem Platz drüben aus so eine riesige Explosion, so ein Atompilz. Ich sehe Kümchen von hier aus. Wow, das Terrapendra ist echt riesig. Oh no. Also das mit dem Fliegen muss ich noch üben. Wow. Schnu? Siehst du da? Schnu? Wie ja? Nein. Oder Raffi, guck mal dieses Smogmog an. Was denn aus? Smogmog, cool. Das sieht sehr liebend aus. Also Akuma würde es sofort töten. Ach du Scheiße, was ist das? Das ist rosa denn? Mit Herzchen drauf. Es ja. Sieht so ein bisschen aus, als wäre es sich schämen. Dirty Mog. Komm mal. Wo muss ich? Achso, da geht's weiter. Ach so, man muss halt da höher. Ich habe auch ein rosanes Smetpo gesehen. Oh, ich will tappen. Das ist der Endboss hier, Level 15? Okay. Ja. Oh, okay. War den Weg gar nicht wert, Dex, ne? Warte, ich muss kurz meine Pokémon heilen. Das ist gesehen. Ja, ich hab's gesehen. Von weiter. Ich hab Explosion eingesetzt. Wow, so schnell kann man was kriegen. Ja, es ist ein Trainer. Rocket Trainer, da kommt man ja gerade rechtzeitig. Ein gutes Level. Kampf. Ja. Nix. Ich wollte gerade überlegen, was ich gerade tun sollte. Ich bin mal kurz im Center. Okay. Ich hasse es, wenn man die Pokémon immer hochheilt. Es ist explodiert. Ja.
Ich kämpfe jetzt gegen die Trainer hier in den Häusern. Warum ist die Kamera jetzt? Warum ist die Kamera jetzt? Ich weiß, will gar nicht wissen, was die versucht. Okay, der war einfach. Magmark. Ach süß. Oh cool, die haben Execute. Oh wei, heißt das eben. Naja, ich geh mir mal aus dem Weg, Typi. Ich finde die Execute, also die Eier, so cool. Oder Samen sind das ja eigentlich. Finde aber diese nächste Entwicklung voll hässlich. Diese Art Palme. Ja, diese Palme, ja, das ist echt. Aber es ist auch ein Psycho-Pokémon, deswegen muss ich das haben. Ja, Leute, wie macht man nochmal? Wieso? Was war Schnu? Wie macht man nochmal Pokédex, wenn man jetzt ein neues Pokémon gefunden hat? I auf I. Okay. Dankeschön. Voll gerne. Jo. Oh, ich muss aufpassen, wenn ich mit Anton level jetzt, dann kriegt er ja wieder. Naja. Sag, kann ich auch mal angreifen? Was ist denn das für ein Ding hier? Bronzel, der haut ja die ganze Zeit drauf. Ach, ich kann wirklich jetzt, weil ich das Z-Teil in dem reingehauen habe, habe ich jetzt eine Z-Kraft bei dem. Ja. Ich dachte, das kann man nur bei dem mit Stein, habt ihr gesagt? Ah, na, das für den der Typ ist eigentlich nur. Ah, okay, ich kann nicht. Ich kann das auswählen, dann komme ich in die nächste Kategorie, aber da hat er nichts. Okay. Ich habe verloren. Ich habe mich geirrt. Hab mich niemals zuvor geirrt. Okay. Ah. Oh, ich habe ein Herz. Oh. Metallorden, das war süß hier mit Herzchen und TM. So, wo ist die nächste? Nächste Arena? Was wie jetzt? Ich bin ja heil, danke. Eine Eisarena habe ich noch gesehen. Wo denn? Da. Dex, noch eine Arena? Ja, ich reiß gerade kurz die Wand auf. Ehrlich? Siehst du nicht so runter? Wow. Nein, ich, es gibt doch hier einen Weg, Leute. Den ich gebuddelt habe, ja, wenn dann. Achso, hier ist eine Wand. Achso, das ist eine Wand, die hast du aufgemacht? Hier oben? Ja, wir haben da alles aufgerupft, ja. Ich nicht, ich bin so rausgelaufen. Aber ihr hättet doch wieder zumachen können. Jetzt habt ihr die ganzen Steine mitgenommen, ihr Schlingel. Aber ganz ehrlich, wenn man doch einmal den Weg kann, dann weiß man doch, wie man rauskommt. Also ich nicht. Ja. Und Papa auch nicht. Ich habe auf die Ebene erster Etage du hast deine Wohnung irgendwie geheilt, aber ich meine nicht. Strange. Dann am besten in der Stadt treffen, weil die Arena ist in der Nähe von der Stadt. Welche Stadt? Ja, unsere Stadt. Achso. Okay, well. Also die erste Ebene, also die obere Ebene kommt eigentlich recht schnell durch. Also wieder zurück. Achso, ich muss ja in den Wasserfall, das ist ja der Aufzug. Dann ab in die Stadt, haben wir gesagt, ne? Ja. Perfekt, dann kann ich mal... Spaß, aber ich bin erstmal wieder bei den anderen sonst. Weil ich möchte euch nur das Warnmerk zeigen. Dieses überdimensionale Viech. Das war so klein vorher. Super. Einfach super, das Ding. Aber hey, im Wasser ist das richtig schnell, muss man sagen, das Warmeer. Ja. Ja. Cool. Wasser macht das auch eine deutlich elegantere Figur. Oh, das ist eigentlich auch ganz stark, muss man sagen. Es ist ja auch ein Pottwal. Ja, ja, ein Blauwal. Ha, Wal, blau. Uff. Da fliegt ein Libeldra. Hast du das, Pau? Wenn du in der Stadt bist, ja. Ja, bin gerade vorbei, flieg gerade zu mir nach Hause. Das Gute an dem Glas ist, ich bin raus übrigens, das Gute an dem Glas ist, man sieht den Ausgang immer. Aber man sieht ihn nur vom Weiten immer so, nein, ich komme nie mehr wieder raus. Man wird immer angeteasert und kommt trotzdem nicht raus. Was bist du denn für ein Ding? Das. Ach, so eine Schlange, okay. Die Arena ist aber super cool gebaut worden, ne? Super cool. Sieht aus wie so ein riesiges Fußballstadion.
Du siehst auch irgendwie voll hübsch aus. Komm, ich fange dich mal ein. Komm her. Stell dich nicht so an. Ach, das ist die Vorentwicklung. Tuska ist die Vorentwicklung von dieser riesengroßen Kaktus. Von Noctuska. Kaktus. Ja, nein. Ich... Nein. Nicht? Maracamba. Das nicht. Oder? Was? Nicht von Noctus. Nee, nicht von Maracamba. Bin ich dann gerade falsch? Von dem Kaktus mit dem Dreieckhut und dem finsteren Blick. Ach ja, mal eben. Zu stark. Das Pokémon kann ich denn nehmen? Ich habe alles zu starke Pokémon jetzt hier dabei. Hier, Anton. Komm, Anton, du kannst einen Kaktus. Habe ich den Kaktus? Anton! Armes kleines Tuk-Tuk. Anton, Kratzattacke! Anton! Aua, der macht voll viel Schaden. Der macht voll viel Schaden gegen meinen Anton! Sei ruhig! Cool! Das ist auch Pflanzen-Pokémon, ne, Stax? Ich weiß, aber ich habe auch keinen anderen Schwächeren. So, das ist der einzige, mehr habe ich nicht. So, Anton ist zwar jetzt weg. Ansonsten habe ich jetzt nur das hier. Weg vom Fenster, also? Was soll ich denn machen hier? So, bam, ja, stell stehen hier vor! Was soll ich jetzt? Deswegen? Gibt es einen Regenball? Zählt der Tauchball jetzt, wenn es regnet? Nein. Hätte das sein können. Hätte der Wasser. Hätte der Fahrradkette, Dex. Hätte das. Da. Gefangen. Ja! Apropos Dex, hinter dir ist auch noch ein paar Panzer. Was ist das? Ja, Boden-Pokémon. Ja, ich glaube, den habe ich schon. Steak. Puppens. Popanze. Gut, aber ich wünsche euch viel Spaß mit den Arenen weiter. Jo, voll danke und gerne. Mach's gut, später. Ciao. Tschüss. User left your channel. User left your channel. Nächste Arena, wo treffen wir uns? Stadt. Oh, jemand muss mich mitnehmen, bevor ich aus der Karte rausfliege. Wir müssen uns alle gegenseitig mitnehmen. Alle gegenseitig mitnehmen? Ich habe übrigens noch 2 Aluminiumbarren für dich, Pau-Pau. Ja, mach mal damit. Hat jemand eigentlich mal geguckt, wie hoch man mit dem fliegen kann? Mit dem Flugtieren? Gibt es eine Grenze? Keine Ahnung. Na, bestimmt in der Höhe. Na, bestimmt in der Höhe, wo du den letzten Block setzen könntest, theoretisch, denke ich. Ja. Ja, Kartenende. Weil Minecraft ist warum ja habe ich denn nur Turzel in meinem fast Haus? Fast unendlich. Falsche Taste. Und eigentlich mit dieser Spielart und Weise auch das einzigste Game, oder? Das so ist. Ja. Ja, es gibt ja Kopien von diesem Spiel. Naja, die gut, ähnlich. Aber ich meine jetzt ein ganz anderes, was immer neu generiert wird. Wüsste ich nur Minecraft eigentlich. Ja. Das ist ein cooles Teil hier. Was ist denn das für einer hier? Libeldra. Libeldra, das ist die Vorstufe von Paupaus und meinem Vibrava. Von dem, auf das ich gerade fliege. Achso, das finde ich, ja, fand ich auch cool. Ich mag das Flugteil, aber irgendwie sieht das beim Fliegen immer so eigenartig aus bei euch. Das hat gar keine Augen. Das hat die Augen Dings nicht. Also ich habe keine Augen. Ich habe echt keine Lust, meine diese Psycho, nicht Psycho, Super Pokémon mitzunehmen. Das sind die zu so groß immer. Luxusprobleme. Eine Eisarena und ich will mit Navitaub kämpfen. Eine Eisarena? Was? Warum meint der Eisarena? Ich glaube schon, dass es Eis war, weiß ich nicht genau. Okay, das ist nicht gut. Guck mal. Auch ein Loserdin. Ich mag Loserdin nicht. Das Vieh geht mir so auf die Nerven mit seiner komischen Formwechslung pro Kampf. Was? Meine kleine Sardine. Ich kann noch lesen, das Kacke. Es kommt an. Eis wäre Kampf gut. Feuer. Gestein gut. Feuer. Geist gut. Feuer Glurak. Gut. Glurak. Obwohl Glurak ist auch ein bisschen gefährdet. Also nochmal Kampf. Habe ich keinen. Ich habe ein Kampf-Pokémon noch übrig. Gestein? Ach, Riolo. Ich kann auch Riolo mitnehmen. Aha, ich will auch ein Riolo. Ich nehme Mr. Mai jetzt mit, so. Mr. Mai! Ups. Einen kleinen Stein haben wir da. Ach, Steffi, ich hatte eben den Onyx gesehen. Mann, ich habe eben den Onyx gesehen und dann haben wir irgendwas anderes gemacht und habe ich mir den nicht geholt. Ja, das Kamerupt haben wir da gesehen. Stimmt, da hatte ich ja was anderes dann vorgehabt.
Weißt du, das ist doch echt eine Schande. Ein Onyx. Vor allen Dingen hat die Ruffin Crystal Onyx. Ich habe das noch gar nicht gesehen. Voll mega cool sieht es aus. Ich weiß, wie es im Anime aussah. Was ist denn dieser weißt du was? Ignivore? Ja, Ignivore ist das. Das ist ein Käferfeuer. Aber eine Vorstufe und zur anderen Stufe wird es erst Level 50. Erst Level 50 für das dann? Ich glaube ja. Aber danach ist es übel stark. Okay. Aber ich guck mal. Ich nehm's mal mit. Ich hab auch keinen Ignivore. Jetzt wäre echt. Ach, weißt du was? Ja, sogar 59 erst. Wow. Was haltet ihr denn davon, wenn wir nochmal ganz kurz für mich diesen Lavita. Lavita holen? Weil das wäre ja dann auch ein Gestein-Pokémon. Gestein Dark. Wer ist Dark nochmal hier? Unlicht. Unlicht. Aber in der nächsten Folge. Bis dann. Ja. Und tschüss. Ciao.